wusste das auch, dass die Entscheidung für mich richtig ist. Ich habe da lang drüber nachgedacht und lang hineingefühlt, ob es richtig ist oder nicht. Und es ist für mich richtig. Sicherlich haben die Damen zum Kämpfen nach dem Rücktritt von der Magdalena. Aber es sind ein paar andere da, die vielleicht ein bisschen im Schatten standen. Ich auch was sagen. Und ich hoffe, dass die sich einfach da weiterentwickeln können. Aber für die Damen speziell wird es sicherlich ein schwieriges Jahr, aber ich hoffe, dass sie es ganz gut hinkriegen. Die Miri ist für mich ein heißes Eisen. Die hat sich extrem verändert und ist extrem reif geworden. Also die trainiert total ehrgeizig. Also die hat wirklich einen brutalen Sprung gemacht. Die hat ihre Ernährung umgestellt. Also die hat irgendwie alles gemacht und ich glaube, dass die richtig gut drauf ist. Der traue richtig viel zu. Für die Nadine Horchler wünsche ich mir, dass sie ins Team kommt, dass sie Weltcup laufen darf. Und ich meine, wir haben eh feste Größen wie die Andrea Henkel oder auch die Tina Bachmann, die sich schon oft gezeigt hat. Also ich denke, es wird spannend und wird Spaß machen. Wir Herren sind eigentlich gut aufgestellt. Wir haben sehr gute Leute. An Pfeiffer, an die Pimbacher haben letztes Jahr sich sehr gut verkauft. Und wir haben auch junge Nachwuchsleute. Oder Nachwuchs kann man nicht richtig sagen, aber wir haben gute Leute mit Potenzial. Wie Schemp, wie Graf, und da müssen wir uns keine Sorgen machen. Klar, der Arndt ist für mich immer irgendwie in der Favoritenrolle, genauso wie der Simon, der Andi, der Michi. Ich denke, wir haben ein super Team. Also es ist ja schon ein bisschen schwarz gemalt worden, nachdem ich abgetreten bin. Da haben wir alle gesagt, was wird jetzt aus Biathlon? Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, weil ich denke, die haben alle geschuftet wie die Ochsen im Sommer und die haben wirklich was getan und die werden beweisen, dass sie weiterhin ein gutes Team sind.